Magst du Rätsel? Dann google doch mal Blue Moon. Das ist ein Talk-Format von einem Radio. Und so ähnlich möchte ich das gern hier machen, mit ein paar kleinen Veränderungen. Aber ich mag das Talk-Format total gerne. Und wenn du es schon googelst und gern mal einen Einblick haben möchtest, dann hol dir einen Einblick von Claudia Kamit. Das ist vielleicht ein kleines Vorbild für dieses Format. Aber nur vielleicht. Ansonsten erkläre ich es auch gleich. Blue was? Blue Moon. Blau, hey, blauer Max. Mond. Nur in How Englisch. Blue oh, Moon. Hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this Oder is Blue Moon Podcast in dem Fall. Yeah. Weil, Chloe. Die das meistens hinterher als Podcast hochladen. Das machen wir übrigens nicht. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Rose! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Ein Talkstream kann mega stressig sein. Let's see if I can find out where Nathan is. Gut. Kurze Pause. Und zwar erkläre ich das mal kurz. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass wir, dass die Leute, die sich über Discord melden, dass wir halt über Discord reden. Ich habe da so ein Talk-Dingens reingemacht, wo nicht jeder drauf Zugriff hat. Das heißt, ich kann die Leute reinziehen und rausschmeißen, wenn es halt irgendwie komisch wird, keine Ahnung. Und dass wir nebenbei vielleicht so ein paar seichte Spiele spielen, keine Ahnung, mal schauen. Also nicht so, wo ich mich konzentrieren muss, dann wird kein Overwatch kommen, da wird auch bestimmt kein Life is Strange kommen, wo man sich eventuell ein bisschen konzentrieren sollte. Mal schauen, da könnt ihr gerne auch Vorschläge machen. Ansonsten würde ich hier gerne noch ein paar Horrorspiele spielen, was nicht zum Thema gerade passt. Egal, auf jeden Fall, ja, möchte ich halt so ein paar verschiedene Themenabende machen. Einmal die Woche oder so. Ich bin selber am Mord auf einem Kanal, wo genau das gemacht wird. Oh, cool, dann hast du ja vielleicht ein paar Erfahrungsberichte. Dinge, die man am Anfang vielleicht nicht falsch machen kann. Also ich habe gedacht, wir machen so Themenabende, quasi, was weiß ich, Liebe, Stress, Streit, Drogen, keine Ahnung. Das werden wir dann vorher über Twitter vielleicht abstimmen, weiß ich noch nicht ganz genau. Oder über Discord, ist ja vor allem für Leute, die mit bei Discord drin sind. Und ja, und dann reden wir darüber, während ich ein bisschen was spiele. Dann könnt ihr im Chat euch ein bisschen mit dran beteiligen. Ich mache mal kurz Werbung, wenn das okay ist. Ja, klar, mach nur. Also links, weiß ich nicht, links wirst du vielleicht nicht posten können, ich bin, weiß ich nicht, du kannst dir das gerne mal angucken. Ja, gerne mal, klar. Du kannst das notfalls auch auf Discord schreiben, ich weiß nicht, also wenn es hier, ah okay, Namen, genau. Badewanne TV, cool. Wusste gar nicht, dass es so einen gibt. Sehr cool. Ja, gucke ich mir gerne mal an. So. Infos zu Nathan. Okay. Da kommt ein Skater. Ist klar. Können wir mit den Boys hier reden? Wahrscheinlich nicht. Okay. Mit ihm können wir reden. Nee, ihn können wir ansehen. Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last.
Was ist mit ihr? Sie ist gerade mit Zocken beschäftigt. Dann stören wir sie mal. Hey Brooke, how are you? Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? Nathan, zack. I need to find Nathan. Have you seen him around? I was distracted by Warren asking me out to the drive-in. Nathan was suspended, but he should still be on campus. I did see him this morning heading off campus. He looked more angry than usual. Dad sonst, oh. I wouldn't look for him now if I were you. Merkwürdige Typen. Alles klar, ist klar. Ja, wie gesagt, notfalls kann man die ja dann rauswerfen. Ich glaube sowieso nicht, dass am Anfang so viel da sind, beziehungsweise bis das Talk-Format anläuft. Dauert das noch. Lange. Da müssen wir mehr als 3-4 Leute auf dem Discord sein und es müssen auch mehr daran Interesse haben. Also wie gesagt, je nachdem, wie das Interesse dann da ist, würde ich das machen. Das ist nur was, was ich mir vorgenommen habe. Geht es immer ein Mod mit dir in ein Vorgespräch? Ah, cool. Das ist natürlich ähnlich wie bei der Radiosendung im Endeffekt. Da spricht quasi der Moderator. Wie nennen die sich? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, einer spricht vorher mit denen und klärt da so ein paar Dinge ab und dann stellt er die quasi durch. Ist recht. Wie gesagt, es dauert ja sowieso noch, bis sowas hier anläuft. Er hat dich gefragt. Oh, he asked you to go to the drive-in with him? Well, that's cool. Ob die beiden jetzt, das ist ja stimmt. So old school, but so much fun. Like Warren. Na, shit. Ah, okay. Cool. Wir können damit quasi eine Menge überwachen. Was natürlich kacke ist, dass sie Interesse an Warren hat. Den wollten wir eigentlich für uns haben. Wir haben das Kino abgelehnt. Wir sind doof. Egal. Was soll's. Wir können es eh nicht mehr ändern. Oh, die beiden. Ob die ein gutes Paar abgeben würden? Er ist auf jeden Fall total lieb, aber ich glaube, sie ist auf andere Art lieb. Okay, das war es dann anscheinend. Ja. Thanks. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. So, wir sollten uns vielleicht erst noch mit ein paar Leuten unterhalten. Hier er zum Beispiel. Den haben wir am Anfang gar nicht gesehen. Das ist der, der uns gezeichnet hat. You look bummed out. Are you all right? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Ich möchte gerne Künstler. Mach andere Fotos. Ich liebe deine Zeichnungen. Ja, das ist klar. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. You are good, Max. Schön. Weltuntergangsparty, Nathan. By the way, have you seen Nathan Prescott? Oh, I heard a rumor he's actually suspended. Yeah, but he's still gotta be on campus. That explains why he looked so pissed off when I saw him leaving campus a few moments ago. Okay. Er ist also gegangen. Okay, dann sollten wir Let's talk later. Okay, Daniel? Komisch, echt. Es haben schon viele gesagt, dass der nicht funktioniert. Und als es dann später probiert wurde, ging auf einmal seltsam. Naja. Hauptsache, sollten wir die beiden unterbrechen? Na, so. So I hear. Any word at all on Rachel? Dude, I wish. I'm working on it. I miss her laugh when I bail off my board. Ob sie verknallt ist in ihn? Und ich dachte, sie wäre in Rachel verknallt. Da knistert's. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell ninja mode. It's so lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point.
Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Nur Mädchen auf einen Haufen ist ja schon schlimm genug. Now I just have to find Nathan's room. Nathan's Zimmer finden. Und das ist dann das Jungswohnheim. Okay. Huch. Okay. Tafel. Oh, why, hello, Trevor and Dana. Okay. Was ist hier? This can only be Nathan's room. Wahrscheinlich. So, betreten. Sollten wir nicht erstmal klopfen? Ach, egal, wir gehen einfach rein. Wenn schon jemand da ist, was soll's? Oh. Warum randalieren wir jetzt ständig? Ja, wir haben das Ding aufgeschlagen, richtig? Und deswegen, aufgedingens, aufge... Wie heißt's? Aufgepackt. Now I need to find Nathan's phone. Wie nennt sich das nochmal? Anything with clues. Okay. I really hope they were all consenting models. Amen, Schwester. Öffnen. That is so Chloe. Hey, Arschloch. Okay. Moment, da war noch eins. That is so... Oh my god. Oh. Chloe. Oh. Chloe. Das war, wo er sie, bewusstlos gemacht hat, richtig? MP3-Spieler brauchen wir nicht. Das Buch sollten wir uns vielleicht mal kurz ansehen. I don't think one book can guide the Prescotts. Switch on. Okay. Lampe ansehen brauchen wir nicht. Was ist das? That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Hm. Projektor. Hm. Das Gute ist, wir haben ja alle Zeit der Welt. Wenn der Typ reinkommt, können wir einfach zurückspulen. Damn, that's a nice shot. Schön. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Wir haben auch einen toten Vogel fotografiert. Chill mal, Mädchen. Diplom? That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Ah, oh, super. Ja, aber warum ist er so, wie er ist? That monochrome camera is brand new and costs about 6 grand. Bastard. Hm. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. I don't think this prescription has helped Nathan. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Medikamente ihm helfen. Oh, ansehen? Let's see what Nathan hides in here. Benutzen. Nathan is way into this party. Schlechtes Zeichen. Bad son. Bastard. Oh. Now I remember why I hate you. Okay. And why Kate will get justice. Oh man. Sean Prescott might be Nathan. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. Hmm. And far away. Yes, Nathan sure needs diet pills. Alles klar. Wow. Und E-Mail. Wir wollen mal nicht zu sehr schnüffeln. Aber ich denke... Oh. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Ja, 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 ja. Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung. Ja, aber wie, was, wo? Nathan likes his tortured subjects. Way too much. Nathan took this from Kate's altar. Why? Hmm. What is with this dude? Oh man, that dickhead stole one of my selfies. Er ist echt komisch. Na, es hat alles einen Grund. This ich bin mir sicher. Is like Nathan's mind. Ich bin mir so yes, sicher. I would be cool with having this high-tech projector. Ja, natürlich. Jeder hätte das gern. Oh, Kratzspuren. What the hell are all those marks on the floor? Das Sofa bewegen. Aha, aha, aha. Let's find out what you're hiding.
Aha. Oh yes, little phone. You are mine now. Ein Telefon. Schön. Jetzt bin ich now gespannt. I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Der Computer. Oh, den hatten wir schon. Was der wohl für eine Ausstattung vom PC hat. Von wann ist das Spiel? Egal. So oder so ist aber... Ich, will noch wissen... Ach verdammt, wir können jetzt uns nichts anderes mehr angucken. Ich dachte, wir können vielleicht in Warrens Zimmer mal gucken, wie wir ihn noch... Okay, hier sieht es auf jeden Fall nicht so schön aus wie im Mädchenheim. Gestern habe ich noch gesagt, dass die Jungskabine viel sauberer ist. Und jetzt bin ich mir sicher, sie ist es nicht mehr. Los! Damn, Max, you're finally back. I got worried. Zu Recht hast du dir Sorgen gemacht. Wir haben es ewig lang gebraucht. Creepy. Sauber und gruselig, ja. Check this out. Wir konnten aber nichts verändern. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? Rückspuren, Rückspuren, Rückspuren. You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. Zurück, zurückspuren, zurückspuren, zurückspuren. Wir können schneller abhauen, wir können schneller abhauen. You are so fucking dead. Warum spuren wir nicht zurück? Nimm dir die Waffe, nimm dir die Waffe, nimm dir die Waffe. Oh Gott, Leute. Raushalten, Warren aufhalten. Raushalten? Raushalten, Warren aufhalten? Ich denke... Warren aufhalten, Warren aufhalten. Aber die Waffe nehmen. Warren, stop it! Come on! Oh, my head! Why are you all looking at me like that, huh? Warum nimmt sich niemand die Waffe? And you, you're all dead! War ja klar. Let's go, now! Plus, my dad is on his way. You're all fucked! He owns you! Scheiß, gehören wir irgendjemanden, verpiss dich. Even if Nathan, ich wüsste gerne, was passiert, wenn wir Warren nicht aufhalten. So. Damn. Überspringen das mal. Und dann raushalten. You like to hurt people, huh? Like Max? Like Kate? Like me? Leute, Gewalt ist keine Lösung. Aber ich will nur wissen, was passiert. Wir spielen dann sowieso zurück, machen es rückgängig. Aber ich denke, das ist nicht gut. Er ist ein Arsch, aber... Ach, ich weiß nicht. Ja, haben sich die armen Mädchen bestimmt auch gedacht. Arsch. Nimmt sich einer die Waffe in dem Szenario? Es tut mir leid. Yes, we have to go. Oh, es nimmt sich jemand. Ah, es nimmt sich jemand die Waffe. Who's the bitch now? Chloe. Leute, wollen wir wirklich nochmal zurückspulen? Damn, Warren went full alpha on Nathan, and it was good, but scary. Shit, man, this really hurts. Ja, das hat den armen Mädchen bestimmt auch wehgetan, egal was du gemacht hast. Seelischer Schmerz und körperlicher Schmerz. Wir hatten es vorhin. Ich weiß nicht, aber er hat schon vielen Mädchen wehgetan. Seelisch und körperlich. Ich finde, Drogen sind auch ein körperlicher Schmerz. That was intense. Warren, dafür bedankt man sich nicht. Sorry. For beating the shit out of Nathan Prescott? Dude, you rule. Dafür bedankt man sich I kinda went crazy there. Amen. Ist durchgedreht, wir haben uns rausgehalten. Und jetzt ist gut. Wir wollen ja nicht mehr darüber reden. Und wir haben die Waffe, was mir wichtig ist, weil der andere, der tötet sonst noch jemanden damit. Ist komplett durchgedreht. Hätte sich jemand vorher schon die Waffe geschnappt, hätte ich gesagt, wir verprügeln ihn nicht so krass. Aber ich denke, jetzt ist die Schule schon sicherer. Auch wenn ich glaube, es ist vielleicht für ihn gar nicht so schwer, wieder an die Waffe ranzukommen. Ich weiß es nicht, aber... Anything you can about Nathan's voice. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner.
And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha. Yes, you are. Ich mag Rowan trotzdem. Man, that guy is so fucking in love with you. Hoffentlich. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Alles klar.